glaube, Sukaku bekommen wir jetzt auch durch diese Mission. Ich brauche keine Einführung zum Gameplay, ich mache einfach. Bis jetzt sind die Positionen an den Frontlinien innerhalb des Shio-Turms relativ stabil. Egal welche Schwierigkeiten auftreten mögen, unsere Verteidigungsmacht wird sie frontal angehen. Sogar bei Aufträgen wie bei der Shio-Verteidigung werden unabhängige Ermittler eingesetzt. Bedeutet das, dass die Verteidigungsmacht unter großem Druck steht? Oder bedeutet es, dass sie unsere Fähigkeiten anerkennt? Aber wie der Offizier sagte, es ist besser, den Frontkampf der Verteidigungsmacht zu überlassen. Ich sollte jetzt meine eigenen Geschäfte organisieren. Ich schaue mal, was ich für den Rest des Tages noch tun kann.
昼か。あんたんとこのちっこいのパーツを新しいのに変えてやるよ。最近新しいアイデアが次からつもう行くのか。何かお困りですか？私、おい、私を見くびるな。はダメだよ。マジでぶっ叩かれてんだな。私の邪魔すんな。打ち砕く。やっ、はっ、あっち行け。トリプルアタック、不安全行動禁止。ターゲット確認。感電注意。Es geht noch weiter? Oh Gott. Nicht da, kann ich da leben. この子の可愛さ、爆発級。よし。油断大敵。
指示に従うわ。完璧な放物線さ。マジでぶっ叩かれてんだな。その手どこかに行って。残しはダメだよ。不安全行動禁止。私は屈しなターゲットを排除する。Ach komm, was zum? Hätte nicht gedacht, dass das so schwer ist. What the fuck ist mit denen? So viel Schaden? Erneut, aber dann muss ich von vorne, ne? Nö, der Kampf ist mir zu stressig. こいつで私は悪魔番号1今度何かお困りですか。 Ich hab halt auch keine Heiler. Gibt's sowas überhaupt?
ターゲットを排除する。私は囲まれている。そこを動くな。ソレノイドエンジン。エネルギー最大。満遍なく。お残しはダメだよ。おとなしくして。あなたを逮捕する。射撃を続ける。トリプルアタック。撃破する。お残しはダメだよ。直ちに抵抗を中止せよ。ターゲットを排除する。
Der dritte, wie war dein Tag? In der Tat, du hast eine ganze Reihe neuer Aufträge abgeschlossen. Effizient wie immer, Bell. Wann werden wir nur den Luxus haben, Urlaub machen zu können? Vielleicht wird sich uns eine Gelegenheit eröffnen, wenn wir den Auftrag für Bellowbock Industries abgeschlossen haben. Eigentlich bin ich ein wenig besorgt, euer Auftrag von Bellowbock Industries könnte sich nicht so sauber abwickeln lassen, wie wir es uns erhoffen. Mel, denkst du, dass Koleda und die anderen etwas von uns verheimlichen? Stimmt. Hoffentlich haben sie zumindest in Bezug auf den Auftrag nichts zu verbergen. Sie scheinen ziemlich unkomplizierte Leute zu sein. Und sie arbeiten gut mit uns in Höhlen zusammen. Ich hoffe, dass Koleda und die anderen die dritte fehlende Maschine bald finden werden. Je früher wir den Auftrag abschließen, desto eher erhalten wir die letzte Bezahlung. Sollen wir dieses Jahr einen Teil unserer Kredits vorzeitig zurückzahlen? Mal überlegen, aber jetzt ist es an der Zeit, jetzt ist es Zeit zum Ausruhen. Geh bald schlafen, Bell. Gute Nacht, Bell. Wenn du dich immer so anschleichst, bekommt man noch einen Herzinfarkt. Ach, sie scheint gegangen zu sein. Oh, es ist so. Als ich gerade das Filmplakat hier an der Wand austauschen wollte, habe ich plötzlich diese Gestalt vor unserem Laden herumzappeln gesehen. Kurz bevor du mich angesprochen hast, habe ich gesehen, wie sie etwas in die Schallplattenkiste an der Tür gestopft hat. Bell, ich muss die Ladeneröffnung vorbereiten. Würdest du bitte die Schallplattenkiste ausleeren, wenn du Zeit hast? Klar doch. Was sagte doch, dass die Gestalt gerade etwas hier reingestopft hat? Was ist denn das? Ein Blumenstrauß? An dem Blumenstrauß hängt eine Karte. Ich schau mal rein. Sehr geehrte Chefin, wir grüßen dich im Namen eines deiner Hirtenfreunde und wünschen dir viel Erfolg in deiner beruflichen Laufbahn. Wir haben gehört, dass du in letzter Zeit daran interessiert bist, Blumen für die Dekoration deines Ladens auszuwählen. Wir können dir mittelgroße Blumen mit einer kurzen Blütezeit und einem stolzen Preis anbieten und dir einen Haus-zu-Haus-Lieferservice zur Verfügung stellen. Wenn du mehr Details erfahren möchtest, besuche bitte die Website unseres Ladens und wir freuen uns auf eine langfristige Zusammenarbeit mit dir. Für die eigenmächtige Empfehlung entschuldigen wir uns und bitten um Verzeihung für eventuelle Unannehmlichkeiten. In diesem Moment. Ja, was ist denn los? Wieso brauchst du denn so lange, um die Kiste sauber zu machen? Oh, was ist das für ein Blumenstrauß? Anscheinend hat jemand im Gartenshop Blumen für uns bestellt. Auf jeden Fall hat die Karte etwas zu bedeuten. Schließlich kennen wir nur diesen einen Hirtenfreund und die Adresse auf der Karte scheint eine verschlüsselte Internetadresse zu sein. So aufgerufen, es ist tatsächlich die Auftragsseite des Internots. Mal sehen, die andere Partei hat uns einen Rallye-Auftrag geschickt. Hast du es vergessen? Es handelt sich um eine Art Kooperationsauftrag, bei dem ein Team für die Erkundung und Datenerfassung zuständig ist, während sich das andere Team um die Bekämpfung von Materialien und die Sammlung von Ressourcen kümmert. Der Auftrag erfordert lediglich mit Ethereen fertig zu werden und Versorgungsgüter zu sammeln. Der Auftrag hat zwar einen etwas größeren Umfang, aber das sollte nicht lange dauern. Und die Bezahlung ist auch sehr gut. So betrachtet trifft teure mittelgroße Blüten mit kurzer Blütezeit tatsächlich zu. Und dass uns dieser Vermittler Blumen schickt, ist auch ziemlich charmant.
Na gut, ich habe noch etwas in der Videothek zu erledigen. Und stelle die Blumen in eine Vase, Belle. Wenn du Zeit hast, kannst du ja einen Agenten suchen und den Rallye-Auftrag ausprobieren.